Liebe Schüler, sehr geehrte Eltern, ich möchte euch, Ihnen, hier einen kleinen Einblick in die Organisation und die Durchführung der Mathematikunterrichte am César Franck Athenäum geben. Im ersten Sekundarschuljahr haben alle Schüler 4 Mathematikstunden pro Woche. Im zweiten Jahr haben alle Schüler 5 Mathematikstunden pro Woche. Ab dem dritten Jahr können die Schüler wählen, entweder sie belegen den Grundkurs mit 4 Stunden pro Woche oder sie belegen den Leistungskurs mit 6 Stunden pro Woche und im sechsten Jahr können sie dann zusätzlich einen einstündigen Kurs wählen oder aber Sie belegen den Mathematikkurs in der TB-Abteilung. In der zweiten Stufe haben Sie dann 3 Stunden Mathematik pro Woche und in der dritten Stufe sind es nur noch 2 Stunden pro Woche. Diese Unterrichte werden alle erteilt von einem 10-köpfigen Team und wir nennen uns das Mathe-Team des César Franck Athenäums. Alle Mathematikkurse sind selbstverständlich je nach den Rahmenplänen der deutschsprachigen Gemeinschaft aufgebaut, in denen das Schlüsselwort Kompetenzen heißt. Dazu haben wir ein Kompetenzenmodell entwickelt. In diesen Rahmenplänen sind 4 verschiedene Themenfelder verankert. Das erste ist Arithmetik Algebra, das zweite ist die Analysis, das ist hauptsächlich die Lehre der Funktionen. Das dritte ist Geometrie und das vierte ist die Stochastik. Die Stochastik enthält Statistik, die Kombinatorik und die Wahrscheinlichkeiten. In der ersten Stufe sind die Mathematikkurse für alle Schüler gleich. Die Unterrichtsunterlagen sehen so aus. Sie sind alle zweisprachig gehalten, in der linken Spalte alles auf Deutsch, in der rechten Spalte alles auf Französisch. Das, was in der Mitte steht, das ist dann mehrsprachig. Alle Kapitel sind so aufgebaut, dass am Anfang die Ziele stehen. In diesem Kapitel lernt der Schüler, wie man das, das und das macht. Das sind die inhaltsbezogenen Kompetenzen. Ganz am Ende des Kapitels steht dann eine mögliche Selbsteinschätzung des Schülers, wo er dann selbst einschätzen kann, inwiefern er diese Kompetenzen denn auch erreicht hat und beherrscht. Im Grundkurs wird die Mathematik als Hilfswissenschaft angesehen und bietet ein gutes Niveau einer allgemeinbildenden Abteilung. Im Leistungskurs wird die Mathematik als Hilfswissenschaft angesehen, aber hauptsächlich als eigenständige Wissenschaft mit vielen Beweisführungen. Das Wort Mathematik heißt eigentlich Wissenschaft. Das kommt vom Griechischen und heißt Wissenschaft. Die Mathematik ist eigentlich die einzige Wissenschaft mit 100%iger Präzision. Deshalb behaupte ich, die Mathematik sei gleichzeitig die Königin und die Dienerin aller Wissenschaften. Um diesen Leistungskurs zu belegen, sollte man schon Leistungsbereitschaft mitbringen, Freude an der Mathematik haben, Spaß an dieser Präzision haben, sowie auch Gefallen an der Sorgfalt haben und vieles mehr. Im Abiturjahr können die Schüler einen einstündigen Zusatzkurs belegen, wenn sie das möchten. In diesem Kurs werden hauptsächlich Aufgaben gelöst aus den Aufnahmeprüfungen zum Zivilingenieur an der Universität Lüttich, so wie aus den Aufnahmeprüfungen zur Belgischen Militärakademie. In unserer TB-Abteilung Marketing und E-Business wird die Mathematik als Hilfswissenschaft angesehen.
die Unterrichtsunterlagen für die Schüler, sei es im Grundkurs, im Leistungskurs oder im Mathekurs der TB-Abteilung, sehen alle gleich aus. Sie sehen alle so aus und sind strukturiert wie die Unterlagen in der ersten Stufe. Sie beginnen mit den inhaltsbezogenen Kompetenzen zum jeweiligen Thema und enden mit einer möglichen Selbsteinschätzung zu diesen Kompetenzen für den Schüler. Sie sind ebenfalls zweisprachig gehalten, links alles auf Deutsch, rechts alles auf Französisch und in der Mitte, da befindet sich das Mehrsprachige. Wie eben schon erwähnt, ist das Schlüsselwort der Rahmenpläne der deutschsprachigen Gemeinschaft Kompetenzen. Und Kompetenzen entwickeln sich hauptsächlich in der Eigenaktivität der Schüler. Zum Lernprozess stehen den Schülern mehrere Hilfsmittel zur Verfügung. Für die erste Stufe hat das Mathe-Team Werkzeugkästen erstellt. Wir empfehlen den Schülern diesen wissenschaftlichen Taschenrechner, der wirklich sehr, sehr viel kann. Auch steht den Schülern dieses Programm GeoGebra zur Verfügung, das in sehr vielen Mathematikbereichen hilfreich ist. Zum Beispiel auch für den Lehrer. Er kann durch solche Animationen deutlichere Erklärungen geben. Vier Kollegen haben sogar ein Seminar besucht an der RWTH Aachen, geführt von diesem Herrn. Er nennt sich selbst den Macher von GeoGebra. Er hat dieses Programm GeoGebra geschaffen als Doktorarbeit. Ein anderes Hilfsmittel, das den Schülern zur Verfügung steht, das sind solche Tutorials, die alle zu finden sind auf meinem YouTube-Kanal Mathe bei Henri Lennartz. Diese Tutorials sind sehr sinnvoll, insbesondere für Fernunterrichte und Hybridunterrichte. Ganz besonders der Mathematik-Leistungskurs bereitet die Schüler auf solche Studien vor, selbstverständlich mathematische Wissenschaften, aber auch Naturwissenschaften wie Physik, Chemie, Astronomie. Auch Ingenieure brauchen viel Mathematik, die Informatiker ebenfalls. Und in vielen, vielen anderen Bereichen wird die Mathematik eingesetzt. Welche Berufsmöglichkeiten bietet die Mathematik? Ja, selbstverständlich wissenschaftliche Forschung, das Ingenieurwesen, auch im Bankwesen, Informatikbereich, selbstverständlich auch im Unterrichtswesen, aber auch noch viele, viele mehr. Mathematiker werden überall gefragt.